Yes, herzlich willkommen. Hey, nach diesem Message wollen wir jetzt wirklich eintauchen in noch eine kurze Q&A. Aber bevor wir das machen, möchte ich dir einfach sagen, hey, ich glaube, Gott, der möchte dir jetzt auch gerade begegnen, wo auch immer du jetzt gerade bist. Und wenn du sagst, ich möchte mit jemandem sprechen oder ich habe ein Gebetsanliegen, ob ich habe Fragen zum Glauben, zögere nicht, dich einfach zu melden bei icf.ch/connect oder icf.ch/gebet. Mach das nicht alleine. Wir sind wirklich, auch wenn wir vielleicht eben weit weg voneinander jetzt da zuschauen, aber so können wir verbunden sein und wir möchten mit dir unterwegs sein. Hey, Leo ist mit mir da im Studio. Danke, bist du da? Immer gerne, sagt man, oder? Immer gerne, sagt man da. Sehr gut. Das war eine krasse Message. Wann hast du jetzt das letzte Mal dir Sorgen gemacht, Leo? Ja, ich hatte jetzt gerade letzte Woche, wir haben bei uns einen ganzen Bereich, Department, wo alle relativ gekündigt haben, weil einfach merken, es kommt was zu Ende. Und das ist ein Riesenbereich, ein wichtiger Bereich. Ich bin verantwortlich, mitverantwortlich, neue Leute zu finden. Und dann ist im ersten Moment ist mir wirklich die Welt zusammengebrochen, weil ich gewusst habe, ja, sitzt der Bereich seit Jahren, wo wir merken, es ist nicht einfach, Leute zu finden. Und wie ich rausgekommen bin, ist, ich habe unsere Kinderchurch angeschaut und die hatte auch vor einem Jahr, hatten wir auch fast keine Mitarbeiter. Und dann siehst du ein Jahr später ein absolut krasses Team. Und da habe ich gemerkt, ja, es ist irgendwie so im Rückblickend, ein Jahr später hast du plötzlich ein Resultat. Natürlich, ich mache, was ich machen kann, aber Gott wird Wunder vollbringen, weil es am Ende vom Tag seine Kirche, wir sind auch seine Kinder. Also Gott ist ja unser Vater, er kümmert sich schon um uns als Kinder. Was machst du in so einem Moment, wo du merkst, boah, jetzt komme ich diese Nachricht, ich mache mir Sorgen. Hast du eine Routine, die du machst, wenn du solche schwierigen Nachrichten bekommst? Also generell, ich bin vom Typen her, dass ich mal zuerst ein Feedback mache, bei mir selber habe ich was falsch gemacht. Das ist mal das erste Reflex. Ich bin nicht der die Sünden oder Fehler anderen in die Schuhe schiebt. Das mache ich nicht. Das ist mal die erste Frage, habe ich was falsch gemacht? Habe ich im Coaching nicht richtig zugehört? Also das finde ich mal eine wichtige Reflexionsfrage. Und ich doch merke, nein, aus meiner Perspektive ist da nichts falsch gelaufen. Dann ist für mich ganz, ganz klar, dann beginne ich zu beten und sage, Gott, ich brauche ein Wunder. Weil logisch kann ich dann auch Bewerbungen und alles machen, aber am Ende vom Tag, es braucht ein Wunder. Und dann das Dritte ist, dass sich zu erinnern, dass Gott immer in der Geschichte geholfen hat. Also es hat noch nie einen Moment gegeben, wo Gott uns hängen lassen hat. Es kam manchmal anders, das kam eigentlich fast immer anders, aber das ist eine andere Geschichte. Aber am Ende vom Tag kann ich immer sagen, wenn ich dann zurückschaue, das Erinnern, Gott hat andere Dinge gemacht, größer und auch ein bisschen unerwartet. Das heißt, die Sorgen, die kommen, aber deine Reaktion, die war schnell. Ist das innerhalb von einem Tag oder ist das innerhalb von einer Stunde, wie du so eine Reaktion gibst, oder? Das kommen die Emotionen, die Sorgen, die vielleicht, und du sagst, ich habe mich erinnert, ist das sofort oder gab es da auch einen Abend, wo du merkst, Scheibe, jetzt habe ich kurz Sorgen? Ja, es ist nicht eine Stunde. Nein, wenn du so eine Nachricht hörst, dass zum Beispiel ein ganzes Department gehen Leute, dann bist du am Abend, du schläfst nicht gut. Das ist wie so eine Heaviness, gehört auch ein bisschen dazu. Aber es ist ja nicht so, dass ich dann von meinem Typen her sage, ich gebe den Sorgen Raum. Das mache ich nicht. Aber ein gewisser Trauermoment, wo etwas zerbricht, das ist logisch, das muss man erleben. Und dann muss ich mir natürlich auch überlegen, wie komme ich da raus? Also bei mir ist dann natürlich klar, ich muss dann Golf spielen gehen oder ich nehme das Motorrad, ich muss ein bisschen wie weg und dann ändert sich immer meine Perspektive. Und das ist bei jeder Person was anderes. Meine Frau, die steht dann einfach noch früher auf, um zu beten. Bei mir ist so, ich muss wie etwas Sportliches unternehmen, dass ich die Perspektive wieder bekomme. Und dann ist es eigentlich innerhalb von, sag mal, 1, 2 Tagen, habe ich die Perspektive wieder, ohne dass ich dann schon eine Lösung habe. Aber jetzt, wenn ich so, da darf ich vielleicht eine etwas kritische Frage stellen. Also wenn du sagst, ja, aber wenn die Amygdala jetzt gut geprägt würde, dann würdest du dir auch am Anfang gerade nicht keine Sorgen machen. Oder kann es sein, dass trotzdem, dass du sagst, ich habe Sorgen, aber weil ich so geprägt wurde, konnte ich schneller meine Richtung wechseln. Also das sind zwei Sachen. Du hast ja die Logik, also hast du die Logik vorne. Die Logik sagt, in dem Bereich ist es eigentlich fast unmöglich, jemanden zu finden für das Gehalt, wo wir bezahlen.
Also auf einem ganz, ganz IT-Bereich hast du keine Chance, sei jemand, der sagt, ich habe eine Vision für die Church, weil IT-Bereich für sie ist so in der Wirtschaft. Die Logik ist, ist in dem Fall im Wege. Die Amygdala ist geprägt, Gott hat immer Leute gemacht. Darum hast du immer einen Kampf zwischen Logik und Amygdala. Logik ist dann, die bringt eine Lösung und Amygdala reagiert gemäß der Vergangenheit von den Erlebnissen. Und da ist jetzt bei mir, habe ich gute Erlebnisse gemacht, immer gemerkt, das sagen Leute immer auch, wenn jemand geht, es kommt eine bessere Person. Und das sage ich nie mit dem, um die andere Person schlecht zu machen, aber es wäre schlecht zu sagen, ja, du gehst und es kommt eine schlechtere Person. Ich glaube immer, dass Gott neue Leute bringt und es ist ja seine Braut, es ist seine Kirche. Und da habe ich gemerkt, in der ganzen, also ich kann ja auch zurückschauen, ist eine Linie von der Güte Gottes. Der Kampf Amygdala-Logik ist immer im Kampf. Man sagt, man muss manchmal auch die Amygdala am Schwanz packen und in die Logik hineinstopfen. Und manchmal musst du die Logik in die Amygdala reinstopfen. Was sind jetzt ganz praktische so Tipps? Du hast von Töpfer angesprochen, aber gibt es auch gewisse Bibelverse, gewisse Dinge, die du sagst, Routinen, die du machst in so einem Moment, um eben dein Denken zu erneuern, wie es der Paulus gesagt hat? Wie gesagt, also generell ist ja auch, es sind ja Zusagen, also wenn Gott sagt, ich will bauen mein Haus. Dann zitierst du diese Zusagen? Ja, das ist ja Gottes Haus. Ich baue nicht deine Kirche, ist meine Kirche. Und Leute sagen, das ICF, wem gehört die? Sie gehört Gott. Wir sind ja nur Freunde und Freundinnen, die Gott, an Gott arbeiten. Das ist Gottes Haus. Und wenn es Gottes Haus ist, wird Gott auch dafür sorgen. Wenn Gott nicht dafür schaut, dann ist es auch okay, wenn das kaputt geht. Das ist so ein bisschen meine Grundhaltung. Also es ist ja nicht einfach etwas, was ich gebaut habe oder wir bauen. Das sind Bibelfersen, das sind Zusagen, die ich im tiefsten Herzen auch verankert habe. Ich diene einem höheren Ziel als mir selber. Wenn du mich fragen würdest, was würdest du am liebsten selber, also was liebsten machen, weiß ich schon was. Ich mache den größten Teil nicht das, was ich jetzt gerne nur machen würde. Eine Gemeinde zu leiten, ist die Bühne, ist das Kleinste unter der Woche. Du hast Gespräche, du hast Krisen, du hast Nöte. Du bist immer im Durchdenken. Es ist jetzt nicht etwas zu sagen, wow, krass, das ist immer noch ein Kick. Aber ich habe mich entschieden, ich diene der Sache. Also sind es Bibeltexte, die man hervorholt, die man zitiert, rezitiert. Und es ist auch eine Kraft, weil die Gott sagt ja, kein Wort aus der Bibel, inspiriert durch den Heiligen Geist, kommt dir zurück. Es macht etwas in deinem Geiste. Also das ist das Allererste, dich in die Position Gottes hineinzubegeben, dass du als einen Sohn und eine Tochter hast. Und dann kommt die Seele. Die Seele, die braucht bei jeder Person was anderes. Die eine Person kauft einen Hund, die andere Person hat ein Auto. Nee, das ist bei jeder Person was anderes und das spielt auch gar keine Rolle. Aber weil Geist und Seele muss man trennen und doch spielen sie extrem ineinander hinein. Du hast von eben diesen Bibelversen zitieren gesprochen und ich merke, das ist schon, das heißt, das müssen wir uns, diese Bibelverse verinnerlichen. Also wenn sie da nicht im Herzen sind oder wir kennen sie, dann können wir es auch nicht zücken. Also ich merke, das Bild extrem zusammen. Jetzt zum Schluss, du hast von diesem auch Trauma nochmal erwähnt. Und das ist nochmal ein Riesenthema, wo auch ja wirklich eben die Amygdala, die wurde geprägt. Und jetzt, du hast von einer Zeit, in 8 Wochen kannst du eine Amygdala neu prägen. Was ist jetzt, wenn du da bist, jemand sagt, hey, ich habe wirklich Trauma erlebt und das Bild, das fand ich mega schön mit, hey, Gott hat etwas Neues. Wie können wir diesen Bibelvers von Paulus ausleben, wenn wir merken, nach 8 Wochen ist noch nicht alle meine Grundgedanken da hinten, alle gerade gut. Wie können wir dann damit umgehen? Aber generell ist es so, man hat ja viele Erlebnisse gemacht und ihre Erlebnisse, was man macht, die nicht aufgeräumt sind, desto mehr wird es auch geprägt. Dann ist es auch krass, dass wir eben das Kreuz immer wieder in Anspruch nehmen müssen, wenn wir merken, da kommt ein Thema hoch, das wir nicht verarbeitet haben oder vielleicht nicht gut gelöst haben, dann muss man sich dem wieder stellen. Also das jetzt, bei mir kam jetzt letzte Woche kam eine Situation in den Sinn von einer Person, die ist mal jetzt gegangen und da gab es so einen Wortwechsel. Ich war dabei und habe dann immer das Gefühl gehabt, das war nicht richtig. Und da kam mir die Person in den Sinn, habe gedacht, ja, wieso kommst du in den Sinn? Weil ich gemerkt habe, dass irgendetwas, ich hätte einstehen müssen. Ich hätte mir sagen, hey, it's too much, habe ich nicht gemacht. In dem Sinn, weil ich wollte nicht in die Leiterschaft eingreifen. Also es kommt mir ein Gedanke, wo ich jetzt merke, das hat sich doch abgelegt. Mhm. Und dann kommt es, weil ich das vielleicht nochmals in Ordnung bringen muss. Mhm.
Und das ist, das meine ich, ist immer ein Prozess in dem Sinne. 8 Wochen bedeutet, es beginnt einen Prozess, es beginnt was zu heilen. Heißt nicht, alles ist geheilt. Eine Person, die dramatisch was erlebt, ist natürlich logisch, nach 8 Wochen ist nicht alles gut, aber ich möchte mit dem sagen, man kann eben auch immer als ein Opfer bleiben und sagen, ja, du hast keine Ahnung, das ist in meinem Leben geschehen. Und das ist ja bei jedem Thema so. Man muss sich irgendwann umdrehen und sagen, ja, aber es gibt aber auch einen Anfang, es gibt auch eine Perspektive, es gibt auch neue Dinge. Ja. Und das hat mit der Perspektive zu tun und wie lange der Prozess und wie schnell ein Prozess geht, denn das ist bei jeder Person unterschiedlich. Ich sage immer, Hauptsache, es ist in die richtige Richtung. So, wow. Das ist auch in der Leiterschaft. Die einen entwickeln sich in einem Jahr wie eine Rakete, ein anderes Gefühl, die kommen Millimeter voran. Aber immerhin, ein Millimeter ist besser als gar nichts, oder? Die Richtung ist entscheidend. So, wow. Danke vielmals, Leo. Danke vielmals dir zu Hause, dass du heute eingeschaltet hast, dabei warst, mitgebetet hast, mitgeworshipped hast, mitgehört hast, mitgelernt hast. Wir sind zusammen unterwegs. Und wir sehen uns wieder nächste Woche, Dienstag, Hour of Prayer, am Live um 12 Uhr. Und wenn du erst gar kürzlich eingeschaltet hast, bleib unbedingt einfach dran. In Kürze starten wir mit der zweiten Celebration. Und ich würde mich freuen, dich wieder zu sehen. Bis bald. Ciao, ciao.